Jo Leute, willkommen hier von der wunderschönen Ardennen-Achterbahn. Hier, die Rede ist natürlich von Spa-Francorchamps. Die Runde 13 in unserer Karriere. Und zwar sind wir hier an einer sehr besonderen Strecke, nämlich der längsten Strecke im Kalender. Und nicht nur das, es ist eine, wie der Name schon sagt, eine regelrechte Achterbahnfahrt, wie wir hier jetzt auf unserer schnellen Runde sehen. Letzte Kurve weit ausholen, dass man früh aufs Gas gehen kann. Ja, hier hat es nicht ganz geklappt, aber wir sind trotzdem gut rausgekommen hier. Es hat vorher geregnet, deswegen sind wir nur 13. Können aber jetzt Gott sei Dank auf Slicks wechseln. Und ja, 2 Minuten noch auf der Uhr. Wir sind nicht die Letzten, aber auch nicht die Ersten. Und ja, hier schön der Rouge rauf. Wer sich traut, Vollgas natürlich in der heutigen Zeit, nur noch Vollgas. Aber wir haben hier schön aufgeholt. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf unseren Channel. Wir sind mittlerweile 71. Ich weiß, ich muss das irgendwann jetzt ändern. Grün, also persönliche Bestzeit in Sektor 1 und hier vollen Körper mitnehmen, den kompletten Schwung. Und ja, ich habe hier, wie ihr seht, runtergeschaltet, weil es geht sich nicht ganz aus mit dem IRS, eine komplette Runde auf Hotlap zu fahren, weil diese Runde so extrem lange dauert. Also ich glaube, die dauert, sie dauert mal mindestens 1,50. Und hier links darf man nicht so weit, also über die Körper, ihr seht es auch, ich habe da viel Abstand gelassen. Erfahrung aus dem Training, möchte ich nur sagen. Und ja, die Formel 1 beginnt jetzt auch bald, Gott sei Dank, wieder. Ich glaube, ja, in 1,5 Wochen, also am 17. Und wir haben Lila 10 Sekunden schneller. Klar, wie gesagt, es hat vorher geregnet und die Zeit ist noch von den Inters. Aber 10 Sekunden ist eine Zeit. Und wir haben Lila, Leute. Wenn wir das jetzt hier durch den letzten Sektor retten können und uns keiner mehr überholen kann, können wir endlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon keine, oder hatten wir überhaupt schon mal, ja, ich glaube in Kanada, nein, in Kanada waren wir nur Zweiter. Aber schauen wir mal, wo wir rauskommen. Und es reicht, Leute. Wir haben die Pole Position in Spa-Francorchamps. Natürlich wichtig. Ich glaube, ja, hier haben wir jetzt mal die Startaufstellung. Wir haben es tatsächlich geschafft mit 2 Zehnteln Vorsprung vor Lewis Hamilton. Dahinter Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen, Vettel leider nur 5. Ricciardo, Gott sei Dank 6. Verstappen, Grosjean auch wieder gut. Perez, Carlos Sainz, Hülkenberg, Leclerc eher schlechter diesmal, Van Dorn, Gasly, Eriksen, Alonso wieder mit Strafe, Kevin Magnussen, Ocon auch wieder mit Strafe, unser Teamkollege 19 und Brandon Hartley auch mit einer Strafe, ist letzter und das glaube ich sogar in der WM. Und ja, unsere Strategie wird natürlich aussehen wie folgt: Wir nehmen ein bisschen mehr Benzin mit, also ja, frisst auf jeden Fall Sprit die Strecke und natürlich müssen wir uns auch hier beweisen. Ein Stopp ist ziemlich okay und die roten Lichter fangen an zu leuchten. Wir starten vor Hamilton. Können wir heute mal den Start gut machen? Es ist auf jeden Fall besser gewesen. Er hat uns nicht gleich überholt. Wir sind zwar jetzt nebeneinander, aber hier können wir reinstechen. Machen hier ganz aggressiv die Wand zu. Also, sorry, die Tür zu. Und bleiben nach dem Start vorne. Endlich ist uns mal ein Start. Man kann sagen, halbwegs geglückt. Und hier die Rouge rauf. Heißt Zeit rausholen, dass uns nicht Bottas hier, das hat Zeit gekostet. Bottas darf uns auf keinen Fall da holen. Und er holt auf. Wir müssen da ein bisschen Kampflinie fahren. Aber es ist, ja, es geht sich auf jeden Fall aus. Wir bleiben da innen und machen da auch wieder die Tür zu. Schauen wir uns die Replay vom Start an. Also, wir sind gestanden. Also, nicht, wir hatten fast, ja, okay. Der kam erst später. Der Burnout. Also die durchtrennten Reifen, also Wheelspin, ja, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, ITU-Gaming. Und schauen wir uns jetzt mal die Replay von Hamilton an. Ja, der hatte da irgendwie so einen Schlauch drin, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ja, er hat da viel Platz gelassen und eine Berührung mit Bottas und ja, ein katastrophaler Start. Ich glaube, der hatte da sehr viel Wheelspin. Hier haben wir Sirotkin. Hat ihn, ja, nicht optimalen, aber sehr guten Start, muss man sagen. Hier gleich mal mit dem Force India, ja, kann leider da nicht weiter nach vorne. Und ja, wir sind noch immer noch in der ersten Runde. Vettel ist jetzt mittlerweile hinter uns. Und ja, der Sprit war doch nicht so viel, also ich dachte, wir haben da nur
1,8 Kilo mehr. Heißt dann doch ein bisschen Sprit sparen am Ende des Rennens wahrscheinlich. Also geht nichts fett durchfahren. Aber das wollen wir auch nicht natürlich. Ich meine, es ist jetzt an der Zeit, wo wir unseren Motor eher die Arbeit zutrauen wie dem fetten Gemisch. Und ja, es besteht noch die Möglichkeit, und mit diesem Platz, wir würden uns in der Weltmeisterschaft so einen Vorsprung rausholen, Leute. Der wäre, ja, ich glaube, über 30 Punkte. Und das ist natürlich immens, wenn man nimmt, dass wir eigentlich, oh, ja, weit rauskommen, dass wir eigentlich das schlechteste Team sind und wir uns schon so hochgearbeitet haben. Wir fahren hier auf 92. Vielleicht drehen wir sie gegen Ende hin auf 4,95 hoch. Schauen wir. Also wenn es zu einfach wird, drehen wir es auf jeden Fall auf 95 hoch. Und ich denke mal, das wird der Fall werden, weil upgrade-technisch können wir uns, glaube ich, nach dem Rennen sogar etwas holen. Schnellste Rennrunde, klar, nach der ersten, nach dem Start. Wir sind die einzigen, die frei fahren können. Elf Runden nur. Ich glaube, eine auch der kürzesten 25% Rennen. Ich weiß, natürlich ist es jetzt blöd, wenn man nur 25% Rennen fährt, aber ich tue es euch zugute. Und hier, oh mein Gott, Vettel hat da richtig Schwung auf der Rouge mitgenommen. Und ja, fährt da mal einfach so knapp an uns vorbei. Aber wir können ihn da noch in Schach halten. Wir müssen etwas unternehmen. Fällt mir gerade auf. Wir müssen entweder besser fahren. Wir springen mal in die Runde 4. Es ist, ja, Vettel ist wieder überholt worden von Bottas, aber sonst ist nichts passiert. Ihr könnt uns gerne folgen auf ITU-Gaming auf Twitter. Aber wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Wir haben nur unsere beste Zeit um 3 Sekunden verbessert. Und ja, wir stehen schon quer auf der Rouge. Der war sowieso jetzt katastrophal gefahren. Aber wir haben einen kleinen Vorsprung zu Bottas. Ich glaube, der ist ein Puffer eher für Vettel. Also eher für uns. Und ja, bremst der Vettel ein 2,5 Sekunden. Und ich denke mal, jetzt macht er sich bezahlt. Und jetzt war es auch so meine Anregung. Keine Ahnung. Jetzt ist halt der richtige Punkt zu finden, wenn man in die Box kommt. Ich meine, wir werden jetzt keinen Verkehr haben. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht under- oder overgecuttet werden. Also undercut ist ziemlich unwahrscheinlich auf dieser Schwierigkeit. Aber natürlich ein Overcut ist möglich, wenn wir jetzt früher reinfahren. Die gelten enorm langsamer. Und unser Auto mag auch eher die gelben nicht. Aber schauen wir jetzt mal, dahinter uns war ein bisschen gelb, ein kleiner Vorfall zwischen Charles Leclerc und Pierre Gasly. Hier haben wir es mal. Zack. Und warum dieser Vorfall wichtig ist, zeige ich euch jetzt. Nämlich hat das dann irgendwie zu einem Reifenschaden geführt, denke ich mal. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall schade für Leclerc. Kostet wahrscheinlich Punkte, also er wird wahrscheinlich keine Punkte mehr holen können. Er muss da so gut wie die halbe Strecke zurücklegen. Und wir fahren in Runde Nummer 5 in die Box. Dachte mir, jetzt ist so der Punkt, wir haben da so knappe 4 Sekunden Vorsprung. Ist auf jeden Fall jetzt schön reinzukommen und hoffentlich vorn zu bleiben. Und ja, die hinter uns entscheiden sich genau für die gleiche Strategie. Ricardo, Hamilton, Bottas, alle kommen in die Box. Außer einer. Na Blödsinn. Das ist noch immer noch Leclerc. Wir bleiben Erster. Und können, wie es ausschaut, unseren Vorsprung hier vergrößern. Weil ich denke mal, ja, die beiden Mercedes haben da ein bisschen in der Box warten müssen. Und schaut mal, wir haben die ganze Rouge Vorsprung. Das ist natürlich auf jeden Fall mehr. Ja. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie viele Sekunden wir da vorne sind. Ist natürlich super. 5 Sekunden Polster, perfekt. Also wir haben es, ja, nicht verdoppelt, aber ja, wir haben da schon ein Fünftel uns verschnellert. Eine Sekunde mehr, das heißt mal eine Runde eher auf entspannten, mageren Benzin fahren oder mal nur auf niedrig ERS.
Und ihr seht, die gelben Reifen sind nicht warm. Wir kommen da ins Rutschen. Es rutscht überall hin und her. Man muss früher bremsen. Wenn man zu spät bremst, ja, passiert es wie hier. Nein, das war, ja. Das war jetzt eher ein Querstier. Und ja, nächstes Rennen wird Monza sein und somit auch unsere Europa. Ja, unsere Europasaison kann man. Ja, oder. Ja, und hier holt Hamilton schon 2 Zehntel auf. Aber wie gesagt, nächste Woche Monza, oder besser gesagt, nächstes Rennen Monza. Und das heißt Ende der Europas. Ja, Ende des Europacups, kann man nicht sagen, keine Ahnung. Dann geht es nach Singapur weiter. Marion Bay, eine coole Strecke. Anstrengend zu fahren, auch mit dem Controller. Man muss hunderte Male schalten, konzentriert fahren. Und das Qualifying natürlich, wir erinnern uns an letztes Jahr. Hamilton mit dieser abnormalen, geilen, schnellen Zeit. Ja. Aber nächste Woche mal Monza. Hoffentlich können wir da auch eine gute Position rausholen. Unser Topspeed ist jetzt nicht so der größte. Aber ich habe Zuversicht, dass unsere Upgrades da helfen können. Ach ja, wir mussten ein Upgrade, ich habe es vergessen oder es ist nicht aufnehmen gegangen. Aber wir mussten ein Upgrade leider zurücknehmen vom Motor. Hat 300 Ressourcenpunkte gekostet. Aber ja, es hat nichts gebracht. Es ist durch die Sicherheitskontrolle gefallen. Schauen wir uns nachher an. Aber hier Runde 7. Wir sind Erster und holen. Ja, wir holen da jetzt schon ein paar. Ein bisschen Vorsprung haben wir uns schon rausfahren können. Mega, mega, mega. Und natürlich, ich denke mal, ich wünsche mir, dass es ein Sieg wird. Weil ich glaube, wir sind zu 15 Punkte vorne. Das heißt 25. Wir wären dann 30 Punkte vor. Ich weiß nicht mal wem. Aber wir wären dann 30 Punkte vorne. Und was der Polster heißt. Das heißt, wir können mal wieder. Also wir müssen eh sowieso mindestens noch ein, zwei Mal den kompletten Motor austauschen. Und können das dann mal machen, ohne gleich Angst zu haben, ganz hinten oder gleich die WM-Führung zu verlieren. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, die Weltmeisterschaft ja nicht zu gewinnen, aber ja doch zu gewinnen, kann man schon sagen. Ich freue mich mega. Und ja. Und schaut euch mal den Vorsprung an. Wir sind da. Ja, ich meine, jetzt haben wir wieder 2 Zehntel eingesteckt, weil Hamilton da die schnellste Rennrunde gefahren ist. Aber ich glaube, bei Leclerc, kleiner Wandpuncher. Ich glaube, bei Leclerc hat es da eher mehr Probleme. Oh mein Gott. Ja, wenn man zu viel will, schaut es dann so aus auf der Rouge. Aber Leclerc fährt da ziemlich langsame Zeit noch. Wir holen das sehr auf ihn auf. Das kann doch nicht sein. Keine Ahnung, was der hat. Und yo, 5 Sekunden, 2 Zehntel aufgeholt. Super. Minecraft Riesenprojekt kommt wieder. Ich bin mir noch ganz sicher. Aber ich habe schon fette Pläne für Minecraft. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, wir können einen Bahnhof bauen. Und natürlich einen Hafen, wäre auch ziemlich cool, wo man so kleine Boote hat zum Fischen. Ja, ich sag sehr oft mir fehlen die Worte. Aber lass uns jetzt schauen, lila und da so gewaltig, ja, Kappa, 0,017. Und ja, auch die bekanntesten Kurven. Blanchiment, dann haben wir hier, ja, gute Frage, wie die Kurve heißt, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich es euch auch sagen. Nein, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir mal Blanchiment oder so. Nein, ich glaube Blanchiment war die da hinten. Das hier ist, ach wisst ihr was, ich schau mal nach kurz. Und hier, schnellste Rennrunde, wir haben es Hamilton gezeigt, jetzt heißt es nur noch, eigentlich nur noch managen, weil wir haben noch und wieder Querstellen. Die gelben Reifen sind echt scheiße. Und ja, wir sehen da gelb hinten schon wieder. Nein, sorry, das sind die zwei.
Aber da kommt gleich eine gelbe Phase. Das weiß ich nämlich. Und wieder lila. Ein Zehntel. Und ja. Neunte Runde von 11. Wir managen das hier. Wir können gewinnen, wenn da jetzt kein... Jetzt kommt die gelbe Phase. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas passiert. Aber schauen wir mal, was da bei Fernando Alonso los ist. Er fährt da ganz normal die Rouge und dann... Zack. Ja, irgendwie Motorschaden. Ja, ich denke mal, es ist Motorschaden. Tobi-2605. Nein, es ist safe Motorschaden. Weil ich habe die andere Replay gesehen, die ich nicht nehmen wollte, weil da waren nur die Bäume drin und man hat nur ein bisschen Rauch gesehen. Und hier sind wir in der nächsten Runde. Ich glaube, die räumen Alonso gar nicht mehr weg. Es wird sich nicht mehr auszahlen. Und es sieht alles danach aus, wie wenn wir den ersten Grand Prix mal wieder gewinnen. Seit Kanada. Also seit Rennen 9 können wir endlich mal wieder nach dem verkorksten letzten Rennen in Ungarn unseren Sieg hier feiern. Gott sei Dank, endlich mal wieder 25 Punkte. Wir können von ganz oben fahren. Und hier bekommen wir nochmal eine private letzte Runde. Ich mache so eine Art Hot Lap. Die wird natürlich auch wieder safe kommen. Und diesmal schon mit dem ersten Rennen. Die ist Hot Lap 2019. Es gibt viele Neuerungen. Aber ich will noch nicht zu viel spoilern. Aber es wird ziemlich cool. Also wirklich ziemlich mega, mega mäßig. Und ja, hier fahren wir jetzt durch Blanchimont. Das ist nämlich Blanchimont. Ja, hier. Und eigentlich ist bei der Rouge, ist nicht die ganze Kurve Rouge, sondern die mittlere, sprich dieser Knick in der Mitte. Und hier haben wir jetzt die letzte Runde. Puh, wir können den Grand Prix gewinnen. So Leute, hier sind wir auf La Source. Die erste Kurve, man kann viel Zeit gewinnen, viel verlieren, 5,1 Sekunden sind wir vorne, das schwankt ein bisschen. Also hier fahren wir jetzt Kurve 3, das ist jetzt Kurve 3, das ist Eau Rouge, ja, und das ist Kurve 4, Kurve 5. Ja, hier die fünfte Kurve ist Camel, Las Combas ist das hier. Und persönliche Bestzeit, Malmedy ist das hier. Rivac, die Kurve ist auch sehr tricky, also wirklich. Okay, wir lassen das mit dem Guide. Flagnos ist die nächste, okay, nein, mir gefällt das schon. Na, das ist jetzt mal Positos. Und die nächste ist dann Fagnos. Stevelot ist die nächste. Diese hier. Und ja, dann kommt sowieso noch Blanchimont und Bastop. Also das ist jetzt, oh mein Gott, wer hat rausgekommen? Trotzdem, persönliche Bestzeit. Scheiß drauf, auf den Guide. Wir gewinnen den Grand Prix. Das ist jetzt schon fix. Wir holen 25 Punkte hier. Blanchimont. Bustop, die letzte Schikane. Oh, hier haben wir Bustop. Die letzte Schikane. Und wir holen uns den großen Preis von Belgien, von Spa, hier in Spa-Francorchamps. Was gibt Schöneres? Schumachers erster Sieg. Es ist nicht unser erster Sieg, aber es ist auf jeden Fall ein sehr dominanter Sieg unseres Teams. Startzielsieg kann man sagen. Also wir waren nie Zweiter, es war ein Startzielsieg. Eher langweilig für euch zu ansehen, aber mega mäßiges Gefühl. Für unser Team, für unseren Teamkollegen eher nicht, aber für mich auf jeden Fall. Wir konnten hier 25 Punkte holen. Carlos Sainz wird nur 9. Und schauen wir uns mal an, wer es aufs Treppchen geschafft hat. Mit uns kommt Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aufs Podium. Also ein sehr türkises, hellblaues, ja, überwiegend türkis und hellblau.
Und ja, Williams ist wieder ganz oben. Ob wir nächste Saison mit Williams fahren werden, ist natürlich noch offen. Wir haben noch 9 Rennen oder 8. Und Esteban Ocon ist unser Driver of the Day. Er ist von Platz 18. Sorry, wir schauen uns mal an, warum er unser Driver of the Day ist. Er ist nämlich vom Platz... wo ist er? Er ist von Platz 18 auf Platz 12 gefahren. Ist jetzt nicht die Mega-Leistung, ist aber ziemlich gut. Unser Teamkollege ist von 19 auf 15 gefahren. Ja, das war jetzt eher nicht so gut. Aber trotzdem auch eine schöne Leistung für ihn. Wir sind jetzt... Okay, wir waren nur durch 3 Punkte vorne. Wir sind jetzt 28 Punkte vorne. Und holen... Ja, da sind wir eher kacke. Und ja, hi Claire. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Klasse, das war dann alles. Vielen Dank, Claire. Okay, Leute, schauen wir uns nochmal an. Die Rivalität, ja, da dominieren wir schon ziemlich. Also wir haben da 28 zu 20 für Ricardo. Blödsinn, für Verstappen. Ihr könnt uns gerne auf ITU auf Facebook besuchen und hier gibt es fette Ressourcenpunkte. 112, 359, wir haben jetzt 1070. Vielleicht können wir damit was anstellen. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Ja, das hier, okay, jetzt kaufen wir uns. Das hier ist nämlich, ja, fehlgeschlagen. Vorhin war nämlich auch eins in... beim Motor. Ja, ich meine, jetzt schlagen so viele Updates fehl. Ich denke mal, dass es da eher das Team zurückwerfen soll, dass man nicht so dominiert, wahrscheinlich. Aber für heute war es das mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.